Herzlich willkommen in Schaffhausen. Da hinten sehen wir Schwabentor. Das ist der Eingang, der in die Stadt geht. Ich mache mit euch heute einen kleinen Rundgang durch die Stadt Schaffhausen. Da, das Schwabentor, das wir sehen, gibt es seit 1361 und war ein Teil vom Nordabschluss der Stadtbefestigung. Ein Teilmauer ist noch vorhanden. Und da gehen wir jetzt mal schauen. Kommt doch mit. Hier auf dem Schwabentor steht Lappi, tue die Augen auf. Und hier geht es durch, ab in die Altstadt. Es hat hier so wunderbare Tafeln, dass man sich gut orientieren kann. Schaffhausen erleben, sehenswert, mit dem QR-Code und ihr Standort. Das ist das kleine herzige Städtchen. Hier sehen wir eines dieser typisch schönen alten Gebäude mit den vielen Malereien drauf. Also das Café Vordergasse ist definitiv eine Adresse, wo man sehr guten Kaffee trinken kann und auch ein Stück Kuchen essen dazu. Die Stadt Schaffhausen ist recht bekannt und beliebt. Ein Blick auf die Karte von Schaffhausen. Es ist eine malerische Altstadt, die 171 Erker zählt. Sie zählt zu den besten erhaltenen historischen Städten in der Schweiz. Und das Gebäude hier, da sieht man jetzt wunderbar die Malereien. Dort hinten sieht man auch den Monat. Und da ist die Kirche. Es bietet sehr viel Platz zum Verweilen und einfach nur ein bisschen geniessen, schöne Kaffees, gute Restaurants. Es lohnt sich definitiv mal schon raus, vorbeizukommen. Das ist die Eingangstür von der Kirche St. Johann. Da gehen wir jetzt doch mal rein, schauen. Das ist der Wilhelm Tell Brunnen. Die Confiserie Reber ist Schaffhausen auch bekannt und macht wunderbar feine Süßigkeiten. Das ist die Statue von Heinrich Moser.
Das ist ein Schaffhauser Industriepionier. Es hat mitten in der Stadt da einen Park, wo man sich verweilen kann. Das ist der Mosengarten. Momentan ist da gerade ein Pop-up-Restaurant. Ein Sommergarten heisst er, glaube ich. Wo man da am Abend kann essen kann. Während der WM-Zeit hast du noch ein Match schauen. Da ist die Klosteranlage, das Museum von Allerheiligen. Ja, hei, ja, ja. Da hat sie so einen Innengarten. Wo man auch wunderbar kann verweilen kann. Krypta mit Grabkiste. Ein wunderschönes Städtchen. Da geht es jetzt über die Bachstrasse. Das ist das alte Kino Kiviskala. Das ist auch ein ganz gutes Restaurant, Gerberstube. Sehen wir mal, was es da so gibt auf der Speiskarte. Und wenn man da ankommt und da um die Kurve geht, kann man da die Stege rauf und dann kommt man jetzt da, das mache ich jetzt doch gerade mal, die Stege rauf und dann kommt man zum Munot rauf. In einem anderen Video habe ich den Munot schon mal gezeigt. In einem Wintervideo. Also schaut rein. In ein anderes Video, wenn ihr mehr vom Munot sehen wollt. Und dann würde es hier zum Munot raufgehen. Jetzt gehen wir mal wieder oben runter und laufen mal Richtung Rhein führen. Wenn man im Sommer in Schaffhausen ist, muss man unbedingt in Elbertin gehen. Der Elbertin. Da stehen sie manchmal lange Schlangen. Da gehe ich jetzt doch gerade mal das Glas holen. Hier die Auswahl ist relativ gross. Pistazien Gorni gern. Eine mega feine Auswahl. Pistazien sehr gut. Was macht das? So, habe ich jetzt das Glas geholt. Das sind einfach genial. Das Glas fertig gegessen. Und dann machen wir hier. Und das ist der Güterhof, wo es übrigens die besten Sushi gibt. Das ist mega. Vielleicht nicht ganz so günstig. Aber es ist halt auch an einer Top-Lage. Da, und jetzt gehen wir hier über die Straße. Und dann sind wir schon an der Schifflände. Und da können wir dann mal das Schiff. Dann. Am Donnerstag gibt es hier das Feierabendschiff. Von der Hülse, wo man hier auf Stein am Rhein hochfahren kann. Momentan hat ja der Rhein recht viel Wasser vom Hochwasser. Und hier ist nochmal der Güterhof mit der Terrasse, wo drinnen sieht es mega, mega schön aus. Warte, ich glaube, ich zeige euch das schnell, wie der Güterhof von innen aussieht. Für mich ist es eines der schönsten Gebäude von innen. Guten Abend. Ich wollte jetzt eigentlich eben Sushi essen gehen. Da hat es so wunderschöne Decken aus Holz. Alles zusammen. Dort hinten ist die Sushi-Station. Da gibt es einmal noch
Musik am Abend, begleitend. Eine coole Bar haben sie eingerichtet. Und da hinten sehen wir, werden die Sushis zubereitet. Gerade frisch. Definitiv lohnt sich das da, Sushi essen gehen. Wenn wir jetzt alles aufspazieren bis zum Lindli rauf, dann kommt man bis auf Deutschland, auf Büsingen. Alles am Rhein entlang, ist ein wunderschöner Spaziergang. Und auf dieser Seite ist schon der Kanton Zürich. Hier haben wir jetzt noch ein Entli. Wenn man hier hinten schaut, kommt hinter dem Gebäude, sieht man auch wieder den Munot. Das Wahrzeichen von Schaffhausen. Da ist das Museum Allerheiligen, das wir vorher von innen gesehen haben, mit dem Gärtchen. So sieht es von dieser Seite aus, von draussen. Das ist das Restaurant Tiergarten, da sind wir auch das letzte Mal essen. Da aussen dran steht zwar Restaurant La Piazza. Also auch wirklich ein Ort zum Empfehlen, zum fein zu essen. Mal einen Blick oben runter zum Restaurant Tiergarten und zum Museum Allerheiligen. Da drinnen ist die Polizei und das Gefängnis. Und dann geht es hier rauf auf den Herrenacker. Der Platz, wo immer einmal im Jahr Stars in Town ist, mit, wo ganz viele Bands kommen, eine riesige Bühne aufgebaut wird. Ich zeige es euch ganz schnell. So, da stehen wir jetzt auf dem Herrenacker. Gerade etwa da, wo ich bin, ist einmal die Bühne. Und dann geht es da so leicht bergauf, wie man sieht. Und hinten dran kann man auf dem ganzen Platz stehen. Es hat auch noch feine Restaurant. Das Theaterrestaurant ist auf dieser Seite. Und da hinten ist das Casino Schaffhausen. Neben dem Theaterrestaurant ist natürlich Stadttheater, wo immer wieder Theateraufführungen sind, für gross und klein. Da hat es so einen lässigen Brunnen in der Mitte, wo die Kinder durchspringen können im Sommer. Bänkli zum Verweilen. Im Winter hat es hier einmal noch eine Eisbahn, die sie aufstellen, und eine Holzhütte, wo man Fondue und Raclette essen kann. Und hier kommt man wieder oben runter in die Altstadt. Für das Frauenstimmrecht. Und hier wieder sehen wir das Gebäude mit wunderschönen Malereien. Der Tasty, der macht echt ganz feine Dürüms. Die Brauerei Falken ist hier am Standort Schaffhausen daheim. Und hier ist das Restaurant Falken. Kann man für ein gutes Bier einkehren. Die Innenstadt von Schaffhausen ist also autofrei. Man kann sich also da ohne Probleme gut bewegen. Hier in der Seitengasse vom Posthof, wenn hier oben der Bahnhof ist, muss ich euch unbedingt zeigen, einen mega coolen Laden. Work for Donuts. Da hat es coole Klamotten, Snowboard, Skateboards. Das ist ein richtig geiler Laden. Lohnt sich definitiv, zum hier zu shoppen gehen. Der Bahnhof Schaffhausen ist klein und herzig. Es hat gute Busverbindungen. Dass ich den euch auch noch gezeigt habe. Das ist der Munot, das Wahrzeichen von Schaffhausen. Der Rheinfall. In einem anderen Video von mir habe ich den Rheinfall und den Munot. Könnt ihr doch einfach schauen. Ja, das war es mit dem Einblick ins kleine, herzige Städtchen von Schaffhausen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt auch mal.